Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Ich habe mal gerade nachgeschaut, genau was dieses hier ist. Nehmen Sie ein Schlückchen aus der Vault 13. Ich glaube, das ist auch etwas unglücklich übersetzt. Es soll wohl eigentlich heißen, Sie nehmen ein Schlück aus dieser Vault 13 Flasche. Und das ist halt eigentlich ein Item, das so nur für den Hardcore-Modus nützlich ist oder verfügbar. Ja, nützlich eigentlich schon, verfügbar ist ja für uns auch. Und zwar heilt das halt 15 Trefferpunkte alle 15 Minuten, alle 5 Minuten. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob das doch was bringt. Hier und ich gehe mal schnell zum Vor, weil wir dann etwas schneller vorankommen. Also das ist halt wohl ein Item Auf aus. Befehl Caesars müssen alle Besucher ihre Waffen und verbotenen Gegenstände abgeben. Ach stimmt, wir sind jetzt hier. Okay, dann war es wohl, glaube ich, doch keine gute Idee. Ja. Sie erhalten ihre Arve. Jetzt lauf mich mal nicht an. Ja, ich glaube, das war doch keine gute Idee. Oder kann ich von hier aus... Ich will aber meine Waffen nicht abgeben. Sonst habe ich hier nichts in der Nähe, oder? Nee. Ja gut, dann gehen wir mal zum Außenhänger. Anhänger, Außenposten, so rum. Das ist schön. Also was ich sagen wollte, das mit dem Dehydrieren ist wohl nur für den Hardcore-Modus nützlich. Was das mit den Trefferpunkten ist mir halt persönlich noch nie aufgefallen, ob das halt für uns auch was bringt. Aber da gibt es jetzt halt keine Vault, die wir extra noch suchen müssen oder wo wir hingehen könnten. Deswegen könnt ihr jetzt oder kann ich sowohl als ihr das Ganze dann auch zukünftig ignorieren. Okay, auch komm, ich gehe jetzt mal den Viechern vorbei und einfach mal hier entlang. Also wie gesagt, falls diese Meldung kommt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und ich kann mir es sparen, auf die Suche nach dieser Vault zu gehen. Alles klar, weiter geht's. Und dann gehen wir jetzt nicht auf die Suche nach einer Vault, nach einer Vault, sondern auf die Suche nach der abgestürzten, dem abgestürzten Bomber. Hier scheint auch ein größeres Lager zu sein. Aha. Scheint auch von den Rangern irgendwas. Und die Framerate bricht hier gerade ziemlich weg. Werden wir beobachtet? Ich weiß es nicht. Ranger, beobachtest du uns? Gut, wir haben Camp Golf entdeckt, wollen aber nur gerade durchspazieren. Dann schauen wir da hinten mal weiter. Da müssen wir rüber, ja. Bin gespannt, was uns da in der Höhle jetzt noch alles erwartet. Und ob wir halt die Maske dann anlegen müssen. Wie weit ist es denn noch? Oh, noch ein Stück. Ich gehe mal hier am Ufer entlang und nicht durchs Wasser durch. Wer weiß, ob das verseucht ist. Sieht allerdings relativ gut aus. Aber ich glaube, hier bin ich dann doch noch etwas schneller unterwegs. Oh. Okidoki. Da hinten ist, glaube ich, das Camp von Caesar, wenn mich nicht. Ja, doch, das ist, müsste es sein. Ist das der Hoover-Damm? Sind die aber ganz schön nah da dran. Hier haben wir noch eine Hütte oder irgendwas. Wahrscheinlich. Fischerholzhütte. Ne, Fischerstolzhütte. War das, glaube ich. Genau. Ja, jetzt sind ungefähr 5 Minuten rum. Einmal entdecken, bitte. Oh, hier sind Gegner. Och, ne, nicht schon wie diese Carnivore. Ne, Casador-Viecher.
Ich guck hier mal kurz rein. Luftgewehr, bla bla bla. Hier die Patronen nehme ich mal mit. Dann, wo ist denn hier das Radio, dass ich das mal ausschalten kann? Radio, Radio, Radio. Keine Ahnung. Hier irgendwo scheinbar, aber ich kann es leider nicht orten. Dann sehe ich mich halt einfach nur mal kurz schnell um und verziehe mich dann auch gleich wieder. Ja. Und raus. Wie gesagt, wenn diese Werbungsdinger kommen, da kann ich leider nichts für. Das liegt alles an der GEMA, wo ich dann... Ich habe halt auch keine Lust, den Sound oder beziehungsweise die Musikstücke zu muten, deswegen... Von daher, es dürfte halt, soweit ich weiß, nur Overlay-Werbung sein und... Die könnt ihr dann auch relativ schnell nochmal wegklicken. Na toll, der letzte. Achtung, fertig, kämpfen. Den letzten hast du natürlich dann direkt versemmelt. Okay, was wird das? Ach, der ballert auch drauf, gut. Dann gehen wir mal ein paar Lake Lurks erledigen. Immer noch nicht erledigt. Nein, nicht auf Ede. Ich will auf den da unten. Obwohl, ja, unser Begleiter kann den ja wegschießen. Ich komme leider nicht an den Kopf. Doch, jetzt komme ich an den Kopf. Eins, zwei, drei. Der letzte wird nie was. So, jetzt aber mal. Komm, weg. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Gut. Hast dich ja gut gehalten, mein kleiner Roboter. Also ehrlich gesagt, so viel besser finde ich die jetzt nicht im Gegensatz zur Maria. Ich gehe nochmal auf die Maria-Pistole zurück. Bei Waffen sollte ich vielleicht mal schauen. So. Ich glaube, da ist die Munition auch etwas billiger. Dann jetzt aber wieder auf die Karte. Okay, das da hinten will ich gerade noch entdecken. Dann schwimme ich mal rüber. Scheint jetzt wieder etwas friedlicher zu sein. Gut, dass diesen... Cazadors entkommen bin. Das sind sehr eklige Viecher. So, das hätten wir dann auch noch entdeckt. Altes Polizeiauto. So. Ach, und hier unten irgendwo ist die dann. Schätze ich mal. Nun gut, dann werde ich mal gucken, ob ich die Maske noch selber ausrüsten muss. Atemgerät, ach, ist schon aktiviert, gut. Ah, ne, doch nicht aktiviert. Wieso ist denn das ausgegraut? Ach, weil ich es nicht reparieren kann, deswegen. Flup. Okay, es funktioniert. Gut, wir scheinen es wirklich definitiv durchgehend unter Wasser atmen zu können. Ich frage mich, ob wir da jetzt auch schnell hinreisen können.
Okay, einmal. Und dann nochmal auf der anderen Seite. Das ging ja doch jetzt erfreulich fix. So. Damit hätten wir die angebracht. Ich steige jetzt einmal wieder nach oben. Und wir schwimmen zurück. Ach, unser lieber Roboter. Weißt du, ob der jetzt mit runtergetaucht ist oder nicht? Gut, dann geht's wieder zurück ans Ufer. Ihr seht mich ja nicht, oder? Hier hätten wir uns auch ohne Probleme nochmal hochheilen können. Sollte ich vielleicht auch öfter mal machen. Gut, dann das Atemgerät wieder absetzen und als Waffe den Zünder. Klack. Tut sich was? Irgendwie ja nicht. Haben wir vielleicht auf der Karte markiert, wo wir jetzt hin sollen? Ah. Alles klar. Okay, damit hätten wir jetzt die B29. Und wir sagen dann Lloyd Bescheid. An den Loyal heißt er ja. Dass wir das Ding geborgen haben. Ich will aber wieder auf meine Schusswaffe zurück. Maria, Maria, Maria. So. Sind wir jetzt schon wieder überladen? Ach nee, dann werden wir noch langsamer. Wahrscheinlich nur irgendwie gerade den gemütlichen Trott eingelegt. Schauen wir mal, ob er sich freut. Ich hoffe es doch. Nach der ganzen Mühe, die wir hatten. Vor allem diesen Kochtopf zu finden. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, wenn Sie den Bomber aus dem Lake Mead geborgen haben. Das habe ich gerade gemacht. Ihr Plan hat funktioniert, das Flugzeug wurde nach oben getrieben und es scheint intakt zu sein. Ist ja kolossal. Ich werde gleich die Roboter instruieren, das Flugzeug aufzuladen und nach Nellis zu transportieren. Der freut sich aber jetzt nicht wirklich. Okay, und wie planen Sie, das Flugzeug wieder hierher zu bringen? Sagte ich Ihnen doch, das besorgen die Roboter. Die zerlegen das Flugzeug in Teile und bringen es von Colville Bay hoch. Habe ich irgendwas, was Intelligenz verstärkt? Ich glaube ja nicht. Hey, ich muss mich sputen. Jack und ich haben noch einen Haufen. Okay, kann ich das jetzt nochmal? Ich will jetzt nicht den Begleiter. Ist er nicht prächtig? Nee. Lassen. Okay. Dann sagen wir noch gerade, wie hieß sie nochmal? Blabla Bescheid, dass wir die Aufgabe erledigt haben. Pearl. Das war's. Hallo. Hallo, Freund. Wie kann Mut... Ich habe mit Loyal gesprochen. Die B29 ist auf dem Weg. Sie haben für uns ein wahres Wunder vollbracht, mein Kind. Sie haben uns den einzigen Traum erfüllt, den wir außerhalb unserer Mauern je hatten. Sie sind unser allergeschätzter Freund. Wenn wir Ihnen jemals helfen können, dann sagen Sie es mir und ich werde dafür sorgen.
Alles klar, und hätten wir das abgeschlossen, eine neue Errungenschaft bekommen. Ach ja, es wird wohl bald eine Schlacht am Hooverstaudamm geben. Können Sie dabei helfen? Natürlich, mein Kind. Nach allem, was Sie für uns getan haben, helfen wir gerne in der bevorstehenden Schlacht. Nach all dem Training in der virtuellen Realität brennen die Jüngeren darauf, ihre Fähigkeiten zu beweisen. Wir werden da sein, wenn sie uns brauchen. Dankeschön. Bis dann. Vergöttert. Die Gemeinschaft verehrt sie wegen ihrer ausgiebigen Unterstützung und ihres guten Willens. Gut, dann können wir denen Bescheid sagen, dass, beziehungsweise der Legion Bescheid sagen, dass wir dann die Information, die Unterstützung von den Rumsern haben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, hätten wir das abgeschlossen. Dann warte ich gerade mal noch. Bis zum nächsten Morgen. So. Dass es wieder schön hell draußen ist. Tja, was machen wir denn dann? Aufgaben haben wir, glaube ich, ja sonst. Ich schaue mal gerade hier nochmal durch. Ja, das will ich, das ist ja Bruderschaft, den will ich jetzt nicht zu beitreten. Tada. Ich glaube, da haben wir es fürs erste jetzt mal soweit alles abgeschaltet. Dann wollte ich mal auf der Weltkarte, da wir jetzt ja hier alles aufgedeckt haben, mal zu dem Legion-Außenposten hier unten reisen. Das heißt einmal zu Mojave Drive-In. Und dort dann... Ich glaube, ich setze mir mal eine Markierung. Ach nee, ich bin sogar schon in der richtigen Richtung. Na, trotzdem. So, Schleichmodus. Sicher ist sicher. Da hinten warten nämlich schon wieder Gegner. Du siehst mich ja immer noch nicht, oder? Nee. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Mhm. Sehr schön. Wieder was freigeschaltet. Wen findest du niedlicher? Dr. Klein oder Dr. Burroughs? Hatten wir doch schon das Thema. So. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Ja, wenn das, also mit Menschen komme ich mittlerweile ganz gut zurecht mit der Waffe. Die haben wir dann meist mit einem Schuss erledigt. Das gefällt mir ganz gut. Problem sind halt dann die Roboter. Da habe ich halt leider noch nichts Wirksames. Außer halt diese Photonen-Axt, aber da machen wir auch nicht so viel Schaden mit. Und ich weiß nicht, ob es irgendeine gute Schusswaffe oder eine Feuerwaffe gibt, die gegen Roboter wirksam ist. Könnte ich vielleicht mal nachschauen. Bei Gelegenheit. Es wird jetzt alles wieder relativ weit vorproduziert. Also wir haben jetzt gerade mal Anfang April und das... Jetzt nehme ich halt die ganzen Folgen für den Rest vom April auf, weil ich dann unterwegs sein werde. Aber dann kann ich in der Zeit mich vielleicht mal noch ein bisschen nach anderen Sachen umschauen. Die schieße ich noch gerade schnell weg. Das sollte ja relativ fix gehen, hoffe ich. Die halten ein bisschen mehr aus, merke ich gerade. 2. So. Jawohl.
Sehr schön. Und da haben wir jetzt auch hier unten direkt die Ausdauer nochmal gekriegt. Das lief wie am Schnürchen. Sehr gut. So, ihr Schakale. Plündern wir noch schnell. Und dann machen wir hier einen Folgenstopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.